Kapitel 7, Punkt 2. Das islamische Urteil über Magie. Da es im Islam sowohl als Kufr, also Unglauben, betrachtet wird, Magie auszuüben, als auch zu erlernen, fällt die Scharia, das islamische Gesetz, ein sehr hartes Urteil über denjenigen, der bei ihrer Ausübung gefasst wird. Die Strafe für jeden, der nicht bereut und von seinen Handlungen ablässt, ist der Tod. Dieses Gesetz beruht auf dem folgenden Hadith, der von Jundub ibn Ka'b überliefert wird. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Die vorgeschriebene Bestrafung für den Magier ist, dass er mit dem Schwert hingerichtet wird. Dieses Gesetz wurde durch die rechtgeleiteten Kalifen, die die muslimische Nation nach dem Tode des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, führten, streng befolgt. Bajala ibn Abda berichtete, dass der Kalif Umar ibn al-Khattab einen Brief an die muslimischen Einheiten sandte, die mit Byzanz und Persien im Krieg waren, indem er den Anhängern der zarathustrischen Religion, die mit ihren Müttern, Töchtern und Schwestern verheiratet waren, befahl, diese Ehen aufzulösen. Außerdem wurde den Einheiten das Essen der Zarathustrier erlaubt, um sie in die Kategorie der Ahlul Kitab mit einzuschließen. Schließlich erhielten sie den Befehl, jeden Magier und Wahrsager zu töten, den sie fanden. Bajala sagte, dass er auf der Grundlage dieser Anweisung persönlich drei Magier exekutierte. Muhammad ibn Abdurrahman berichtet, dass Hafsa, die Frau des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, und Tochter Umars, ein zu ihr gehörendes Dienstmädchen töten ließ, weil sie Magie an ihr ausübte. Diese Strafe ist ebenfalls bis zum heutigen Tage in der Tora verzeichnet und zeigt den Christen und Juden zweifelsfrei, dass Magie verboten ist. Wenn ein Mann oder eine Frau Geister beschwören oder Zeichen deuten können, so sollen sie des Todes sterben. Man soll sie steinigen. Ihre Blutschuld komme über sie. Drittes Buch Mose, 20. Kapitel, Vers 27. Nach der Zeit der rechtgeleiteten Kalifen wurden die Gesetze vernachlässigt. Die umayyadischen Herrscher erlaubten Magiern und Wahrsagern nicht nur die Ausübung dieser verbotenen Künste, sondern führten sie sogar am königlichen Hofe ein. Da der Staat aufgehört hatte, die Gesetze umzusetzen, nahmen es manche Sahaba, Gefährten des Propheten, selbst in die Hand, deren Umsetzung zu erzwingen. Abu Uthman al-Nahdi berichtete, dass der Kalif al-Walid ibn Abd al-Malik, er regierte von 705 bis 715 nach Christus, einen Mann an seinem Hof hatte, der magische Kunststücke vorführte. Eines Tages trennte er den Kopf eines Mannes vollständig von seinem Körper ab. Als der Schock seiner Zauberei das Publikum elektrisiert hatte, verblüffte er die Leute, indem er den Kopf wieder mit dem Körper verband, als ob sein Kopf nie abgetrennt worden sei. Die Zuschauer sagten: Subhanallah, Preis sei Allah. Er ist in der Lage, den Toten das Leben wieder zu schenken. Der Sahabi Jundub al-Azdi bemerkte die Aufregung am Hofe al-Walids. Daher kam er und sah sich die Vorführung des Magiers an. Am folgenden Tag kehrte er mit seinem Schwert zurück, das er an seinem Rücken festgebunden hatte. Als der Magier zum Beginn seiner Vorführung schritt, brach Jundub mit gezücktem Schwert aus der Menge hervor und schlug dem Magier den Kopf ab. Danach wandte er sich dem erschrockenen Publikum zu und sagte: Wenn er wirklich fähig ist, die Toten wieder auferstehen zu lassen, dann soll er sich selber wieder erwecken. Al-Walid ließ ihn verhaften und ins Gefängnis werfen. Das strenge Urteil über Magier soll die schwächeren Elemente der Gesellschaft schützen, damit sie nicht vom Schirk im Tauhid al-Asma wa Sifat befallen werden, indem sie Magiern göttliche Eigenschaften beimessen, die allein Allah gehören. Über den Frevel derjenigen, die ernsthaft Hexerei betreiben, hinaus behaupten Magier oft von sich, übernatürliche Kräfte und göttliche Eigenschaften zu besitzen, um damit Anhänger anzuziehen und grenzenlosen Ruhm zu erwerben.